Lieber Igor, wir haben uns dieses Festival 2019 im Herbst überlegt. Wir haben gedacht, was kann man überhaupt noch Neues machen in dieser ganzen breiten Festivalszene. Wir sind auf die Idee des Klavierfests gekommen, das jetzt zum ersten Mal gestartet ist. Was sind deine ersten Erkenntnisse? Es war, glaube ich, uns beiden relativ klar von Beginn an, dass es vielleicht gar nicht mal so notwendig ist, programmatisch das Rad neu zu erfinden. Um wen geht es eigentlich? Und darin glaube ich sehr, sehr fest, es geht um das Publikum. Und jetzt, wo das Festival läuft, muss ich wirklich sagen, meine Erwartungen, die sehr, sehr hoch waren, werden eigentlich Tag um Tag emotional übertroffen. Über die vielen Jahre, wo ich im KKL spielen durfte, so eine offene und lockere und irgendwie zarte und wunderbar niedrigschwellige Stimmung habe ich selten erlebt. Du hast ja einen der für mich faszinierendsten, auch sensibelsten Jazzmusiker überhaupt, Fred Hirsch, eingeladen. Fred ist mir nicht nur ein Freund, er ist nicht nur in meinen Augen ein Großmeister seiner Welt, mit einer der bedeutendsten Pianisten, Jazzpianisten unserer Zeit. Er ist mir auch ein Idol. Ja, das ist, glaube ich, eine große Errungenschaft dieses ersten Klavierfests, dass wir den Jazz miterleben, dass er eingebaut wird, dass er auch für eine neue Konzeption sorgt, auch für eine Auflockerung. Diese Freiheit und Individualität der Entscheidung beim Musikmachen als solches, aber auch im Umgang mit dem Publikum, auch im Umgang mit so einem Abend, Das ist es, glaube ich, was sich dann auf die Menschen im Saal überträgt. Mhm. Freiheit. Das hat man bei dir überhaupt sehr stark, das Gefühl, eben auch wenn du auf die Bühne kommst. Du kommst aus dem Leben ins Leben. Also für mich ist Bühne kein neuer Ort. Ich komme nicht anders auf die Bühne und gehe nicht anders von der Bühne als vorher. Und das, ich bin Igor. Was dürfen wir eigentlich im Finale erwarten? Wir vier sind da. Ich spiele Robert Schumanns Walzszenen, Mert spielt Beethovens Appassionata und Fred und Johanna improvisieren. Ja, Igor, vielen Dank für das, was du uns geschenkt hast. Auch diese tollen Musikerinnen, die du nach Luzern gebracht hast. Und diesen Jazz, der das Festival durchdrungen hat. Wir danken dir für diese erste Ausgabe Klavierfest mit Igor Levit. Und wir können es kaum erwarten, diese dann im Mai 2024 zum zweiten Mal zu erleben. Ich vielen, auch vielen nicht. Dank. Danke dir und danke euch auch.